Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, eines der ganz, ganz großen Highlights hier bei den Amadeus Junior Specials ist natürlich immer der European Youngster Cup U25, die bedeutendste Nachwuchsspringsportserie der Weltmachtstation im Salzburger Flachgau. Und heute war es besonders spannend, denn Franz Madl hat einmal ganz, ganz tief in die Trickkiste gegriffen und einen äußerst schweren und selektiven Parcours in die Bahn gestellt. Lediglich drei Reiter blieben am Ende fehlerfrei. Einmal für Italien Robert Bernasconi, dann für Österreich Laura Sutterlitte und die junge Michelle Ruth. Laura Sutterlitte hat auf das Stechen verzichtet, Robert Bernasconi hat es nicht beendet und somit war der Weg frei direkt ins Weltfinale nach Salzburg für die Siegerin, für Michelle Ruth. Michelle, es muss nicht immer Klaus sein, es geht auch Habuch. Der zweite Sieg an diesem Wochenende für dich auf internationaler Basis und das gleich in der Hauptprüfung. Hättest du dir vorgestellt, einmal den iCup, eine Qualifikation zu gewinnen? Also man träumt halt schon immer davon, eine Etappe gewinnen zu können. Aber dass es jetzt wirklich klappt, ist echt unglaublich. Meine ganz persönliche Frage. Wir beobachten ja euch, dich und deine Schwestern ja schon über Jahre. Man muss jetzt wirklich sagen, gerade in der letzten Zeit ist hier ein extremer Qualitätssprung nach vorne euch gelungen, denn die Pferde springen auf höchstem Level, alle konstant und immer wieder erfolgreich. Ob das der Can-Do ist, was ich heute hervorragend präsentiert habe mit einem Fehler mit deiner Schwester Denise oder deine Habuch, die Cassini-Tochter, heute sensationell unterwegs. Woran liegt's? Also die Pferde sind einfach, wie du eben gesagt hast, super drauf. Der von meiner Schwester, der ist ja erst 8, der springt auch vom Feinsten. Und die Habuch, die ist auch sowieso die Beste. Ja, aber was machen die Ruth-Schwestern jetzt gerade im Augenblick anders als wie früher? Ja, wir haben einen anderen Trainer, den Andreas Brenner. Er ist auch super, er trainiert uns echt toll. Also im Fußball würde man jetzt sagen, es ist der Trainereffekt. Aber jetzt geht es weiter dann ins Weltfinale. Diesmal bist du direkt qualifiziert, brauchst nicht mehr zittern bis zum letzten Tag, ob es mit den Punkten her vom Ranking reicht. Letztes Jahr warst du ja schon dabei im Finale. Was macht Salzburg oder das Finale so besonders? Es ist einfach ein wunderschönes Turnier dort und es ist so schön zu reiten. Und der Parcours ist zwar sehr schwer, aber man will ja auch eine Herausforderung haben. Die Herausforderung hast du. Nimmst du sie ja heuer wieder an? Sieht man dich in Salzburg? Ja. Dann wünsche ich dir noch toi, toi, toi. Morgen hast du noch den großen Preis der Junioren. Vielleicht klappst du zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind drei. Danke.